So wie ihr sehen könnt, habe ich jetzt einmal eine Strecke abgeklebt. Ich möchte das eben älter machen, die Gleise, dass sie realer ausschauen. Habe das mit einer normalen Tapezierer oder halt Maler Krepp oder Malabdeckband gemacht. Da musste ich natürlich zuschneiden. Habe links und rechts, wie ihr sehen könnt, auch noch Zeitungen dazu genommen und werde jetzt mit diesen Rosteffekt Spray eben, den ich mir eben bestellt habe. Link findet ihr in der Beschreibung. Das einmal ansprühen, damit die Gleise einmal älter ausschauen. Das ist der nächste Schritt. Ich wollte jetzt euch nicht das antun, dass ihr das zuschauen müsst, dass ich wie das klebe. Das glaube ich, das kann jeder. Das heißt, ich sprühe jetzt das da ein. Ups, ihr seht, ich weiß nicht einmal richtig wie. Zu nah wahrscheinlich. So. Gut. Jetzt müssen wir natürlich das da noch reinigen und das mache ich mit einem Schaumgummi. Wo ich eben dann auch noch etwas Saugendes drüber tue, in dem Fall ein Klopapier, damit die Gleise wieder sauber werden. Wie Sie gesehen haben, sollte man das machen, solange eben das noch. Man braucht den Schaumgummi gar nicht als Unterlage, dass noch feucht ist, damit man das auch wirklich runterbekommt. So, weil ja die Gleise oben müssen natürlich sauber bleiben, damit weiterhin ein Kontakt bestehen kann. Gut, jetzt warte ich da ein bisschen, bis das getrocknet ist, bevor ich das runter tue. Und dann zeige ich euch, wie das Endergebnis von den Gleisen von der Nähe ausschaut. So schaut jetzt das Endergebnis aus. Teilweise ist es natürlich ein bisschen drüber gegangen, aber es ist auch jetzt die braunen, also die Schrauben sind braun, das Gleis ist braun, das heißt, schaut aus wie angerostet, gealtert. Ja. Ich habe hier gerade gezeigt, was das Altern betrifft, der Gleise, wie ich das alles abgedeckt habe und dann besprüht habe mit diesem Lack, Rostlack, aber das hat mir nicht so gefallen, weil trotz Abkleben und auch wenn man fest drauf drückt, eben sich das verrinnt teilweise auf die eben Schwellen und das hat nicht schön ausgeschaut. Deswegen habe ich den Rest jetzt anders gemacht. Zeigt das euch. Ich habe immer wieder eben diesen Rostlack auf ein Plastik getan, habe dann einen Pinsel genommen, einen feinen, so halbwegs feinen Pinsel, der ist jetzt ein bisschen auseinandergegangen, weil ich ihn gereinigt habe und bin dann einfach so auf der Seite gefahren. Da eben versucht, auch das Gleis schön zu erwischen.
und gleichzeitig eben auch diese die Schrauben eben auf den Schwellen. Und eine Erfahrung jetzt ist damit, dass das eben schöner wirkt und schöner ist, als wenn man eben das abklebt und man kann dann auch gleich immer oben, wenn man eben drüber gegangen ist, mit dem Lack auf die Schiene selbst, das gleich wieder mit dem Finger wegnehmen und reinigen. Und mir kommt vor, wenn man das abkleben und das alles mit einberechnet, dauert das nicht viel länger. Auch wenn man vielleicht ein zweites Mal dann noch vielleicht nachmacht, damit die Gleise wirklich schön auch mit diesem Rostbraun abgedeckt sind. Weil die Schrauben, die sind eh sofort eigentlich fertig. Und was der Vorteil eben ist, es bleibt wirklich bei den Gleisen die Farbe und die Schwellen bleiben ziemlich von der Farbe verschont. Man braucht dann nichts nachputzen. Und so schaut das irgendwie dann besser aus, als wenn ich das, wie gesagt, abgedeckt habe. Und das alles verronnen ist. Jetzt zeige ich euch dann, wie ich den Gleisschotter aufbringe. Was mache ich da? Die Schotter, den ich für die Gleise gekauft habe, ist ein wenig, teilweise hat er zu große Körner, was auch bewirkt, dass ich, wenn ich mit diesem Schotterverteiler arbeite, das dauernd stecken bleibt und das nicht schön ausschaut. Und deswegen mache ich jetzt Folgendes: Ich siebe mir das durch. Habe da aus einem alten Küchengerät, fragt mich nicht, was das war, herausgenommen, weil da die Löcherung, schön Deutsch, zumindest so eine Größe hat, dass eben die feinen Steinchen durchfallen und die groben Steine eben bleiben drinnen. Die groben Steine habe ich dann da drinnen. Hier habe ich die feinen Steine, mit denen ich dann das auch machen werde. Man muss da immer ein bisschen verteilen, damit die kleinen wieder runterkommen. Gut, was ihr auch sehen könnt, ist, dass ich jetzt für mich links und rechts sozusagen eine Verschalung gemacht habe aus Karton, weil wo ich dann probiert habe, den Karton eben, wo ich es erst einmal probiert habe, Steine zu verteilen, mir das links und rechts ziemlich weit weggerutscht ist. Und weil das doch sehr hoch und steil ist, dieses Woodland-Szenik im Gleisbett, bleibt das nicht so richtig beim Gleis. Deswegen habe ich mir eben aus Kartons diese Dings gebastelt, diese Verschalung gebastelt und werde dann eben mit dieser Hilfe eben das dann mit den Steinen, mit den Steinchen eben versehen. Das könnt ihr dann eh noch sehen. Und ja, soweit bin ich jetzt einmal. Ich habe jetzt in letzter Zeit kaum Zeit gehabt. Ich hoffe, dass ich das so halbwegs jetzt bald noch diese Woche zusammenbekomme, damit ich euch was zeigen kann. Und ja, soweit sind wir. Und ich hoffe, ich habe euch da ein bisschen was zeigen können. Wie gesagt, ich bin kein Profi. Ich
schaue mir gewisse Videos an und versuche dann aus diesen Videos schlau zu werden, um für mich eine Lösung zu finden. Und dann zeige ich euch einfach, was ich mache und schaffe, weil auch immer wieder Kritik kommt, wo es heißt, naja, ich schaue das nur an, weil ich zeige, wie man es nicht machen sollte. Okay, ist eine freie Meinung, aber ich wollte nur sagen, vielleicht eben, ich bin Laie, ja, aber ich muss sagen, trotzdem hat das bis jetzt so funktioniert, dass alles auch gut fährt. Auch die Bahn, ihr werdet sehen, ich werde bald ein Bahnvideo zeigen, ein Lokvideo zeigen, dass das alles sehr gut funktioniert und keine Probleme bis jetzt gebracht hat, wie ich es gemacht habe. Kommen wir zum Gleisschotter. Ihr seht, ihr habt da schon ein bisschen was aufgetan. Ich habe mir ein solches Schotter-Aufteiler besorgt, musste aber selber feststellen, dass es für mich nicht so ideal ist. Ich mache das lieber mit einem Löffel und weil ich da gezielter eben das machen kann, gibt dann auch das drauf da. Und was ihr jetzt vielleicht seht, ich habe am Rand Kartonstreifen dazu gegeben. Warum? Der Grund ist, also ich habe es zuerst ohne den probiert und da hatte ich das Problem, dass die Steinchen ziemlich weit weggeflogen sind von, also die sind fast runtergeflogen. Die haben kein weil sie so fein sind, keinen Halt. Und wie ihr seht, mache ich das auch teilweise mit den Fingern. Also das ist jetzt kein Tutorial oder was, gell? Nicht, weil es dann wieder heißt, vielleicht, dass er schaut sich das nur an, weil dass er mit das sieht, wie man es nicht macht. Okay, passt auch. Dann heißt es ja im Prinzip auch ein Tutorial, weil dann lernt er wenigstens, wie man es nicht macht. Und jetzt da, wie gesagt, ist es für mich jetzt besser, damit das da haltet, die Steinchen gehalten werden, habe ich eben, ich persönlich jetzt das so gemacht, dass ich eben diese Verschallung, könnte man fast sagen, gemacht habe aus Karton. Und ja, ihr seht, ich gebe die Steinchen rauf, verteile sie dann mit dem Pinsel, schaue auch da am Rand von dem Karton, dass das nicht höher ist, sondern eher eben ist. Und natürlich muss man jetzt auch schauen, dass da bei den Schwellen nichts drüber steht. Das mache ich jetzt mit dem. Man könnte es mit einem größeren Pinsel machen. Leider habe ich keinen gefunden und ich wollte jetzt nicht noch länger warten mit dem Video, weil ihr vielleicht eh schon gefragt habt, wann kommt diese Woche ein Video und dann kommt nichts. Wird eher so schwer dazu kommen. Jedenfalls. Eben, ich mache es jetzt halt einmal mit diesem kleinen Pinsel, das verstreichen, verteilen, bis man eben dann auch die Schwellen schön sieht. Und man muss ja auch darauf achten, dass bei den Gleisen selbst kaum Steinchen sind oder keine hohe Steinchen sind, damit wir mit der Lok kein Problem haben. Ja, und das verteilen wir jetzt da. Was ich noch sagen möchte, was mir jetzt gerade eingefallen ist, ich habe mich ja, bevor ich das angefangen habe, das mit dem Gleisbett machen, mit dem Steinchen, informiert und mir ein paar YouTube-Videos angeschaut. Da war der eine, sagt eben, man soll genug hinaufstreuen, weil man kann das ja wegtun, also noch weg
mit dem Pinsel wegschieben. Und andere sagt, man sollte eben aufpassen, nicht zu viel, eher wenig. Und ich muss den zweiten recht geben. Denn wenn man da jetzt zu viel hat, so wie ich das jetzt da sehe, hat man wirklich viel Arbeit damit, diese Steinchen zu verteilen und wieder runter zu bekommen. Weil erst dann, wenn ich den Leim, den verflüssigten Leim raufgetan habe und das getrocknet hat, kann ich das absaugen und dann wieder verwenden. Aber eben, ich muss das vorher verteilen. Und ich merke, das ist viel Arbeit, wenn man da zu viel drauf hat und man da die ganze Zeit eben verschieben muss. Also wie ihr jetzt sehen könnt, natürlich kann man das Überschüssige dann bis zum Rand oder bis zum Ende weiter verschieben und dann eben dort weiter verteilen. Es mag natürlich jetzt auch sein, dass einfach mein Pinsel zu klein ist und dass das deswegen ein bisschen länger dauert. Aber wie gesagt, eben bis man diese Steinchen dann bis da vorne wieder hat, das dauert. Und ich glaube, wenn man weniger rauf tut und eben darauf achtet, dass gerade genug ist, dann ist das schneller gemacht. Eben wie ihr seht vielleicht jetzt da, weil ich ganz nah bin, sind natürlich Steinchen ziemlich knapp am Gleis. Die muss man natürlich schauen, dass man sie wirklich wegkriegt, weil die würden dann natürlich die Eisenbahn, die Lok eben total hindern. Gell? So, und jetzt kommt das, was ihr auch von anderen Videos natürlich kennt, das Einträufeln. Fangt da mal in der Mitte an, damit ihr das seht. Also ich habe jetzt da einmal einen fertigen Kleber, oder eigentlich ist es ja so ein Leimer, verflüssigter, besorgt. Habe natürlich mittlerweile auch mitbekommen, dass man das selber machen kann. Und werde ich dann auch in Zukunft, wenn das aufgebraucht ist, auch machen. Kann euch jetzt nicht wirklich sagen, ich bin da wieder ein bisschen kann ich jetzt da nicht wirklich sagen, was das Mischverhältnis ist. Ich werde es aber in der Beschreibung dazu schreiben. Ihr seht, ich bin kein Profi. Da geschehen drüber, schitten überall. Wichtig finde ich halt, auch wenn man merkt, okay, das haut noch nicht so richtig hin am Anfang. Man kann noch nicht so richtig und noch Fehler, dass man nicht aufgibt. Ne? Und dann sieht man eh, wie es dann ausschaut, wenn es trocken ist. Also wie ihr jetzt vielleicht sehen könnt, ich tue das ein bisschen her, das so. Jetzt habe ich es ein bisschen wässriger gemacht. Nur ein bisschen Wasser dazu. Das war jetzt der Fehler von mir, weil es zu viel auf. Also man muss schon aufpassen, dass man. Ich sage das aber einfach wieder ein bisschen runter. Aber jetzt, wo ich es ein bisschen verflüssigt habe, ihr seht, und ich, wenn man mal aufpasst, dann
sickert das eigentlich schön rein. Vielleicht sogar noch ein bisschen Flüssigkeit, nur ein bisschen Wasser dazu. Also hier seht ihr jetzt da, wie das funktioniert, eben beim nachdem ich das jetzt entfernt habe. Teilweise gehen die Körnchen noch ein bisschen am Rand weg, das passt. Ich habe es auch abgesaugt mit den Socken über dem Rohr, damit man eben das wieder verwenden kann, dass man nicht zu viel Verlust hat. Und habe jetzt auch geschaut, dass da wirklich die Ränder frei sind. Jetzt kommt dann ein Testfahrt einmal und dann schauen wir weiter. Jetzt machen wir die Testfahrt. Und jetzt kommt sie gleich auf die Stelle, wo eben die Steinchen sind. Ja, und sie fährt ohne Probleme drüber. Also es hat geklappt.